dass wir noch 39 Stunden haben für diese Aufgabe. Wie bekloppt, natürlich. Das Foto hätten wir mitnehmen müssen. Warum steige ich hier aus? Ich weiß es nicht. Achso, und wir sollten. Ich habe noch einen Dietrich auf Tasche. Das heißt, ja, weiß ich nicht. Sollen wir den in unserem Büro zwischenparken und einmal nach Hause Ja, gehen? ja, ja. Also ich glaube ja, dass der Dietrich irgendwie nicht das Problem sein wird. Aber sicher, sicher. Ja. Insofern verstehe ich das. Ach, krass. Ich habe keine Dietriche verbraucht. Ey, wie das denn? Ja, ist der elektronische Dietrich. Der verschwindet nicht. Der, ja. Na, sowas. Das ist ja voll verrückt, man kann den mehrfach benutzen. Ja. Ja. Ja, und das Foto müssen wir definitiv, wenn wir es Wolf Henker zeigen wollen, rausschicken. So, dann sollten wir jetzt mal mit unserer Frau sprechen, weil Haushaltsgeld. Hallo. Frank, was willst du? Wegen des Haushaltsgeldes. Kannst du mir bitte das Haushaltsgeld geben? Hier. Aber geh bitte umsichtig mit dem Geld um, ja? Selbstverständlich, Sabine. Zack, 175. Mann. Yeah. So, das ist unser Sohn. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo unser Post ist. Das ist unser Posteingang? Postausgang? Nee. Nee, da können wir nur. Oh, weißt du, was wir machen können? Wir können, wenn wir das Foto mitnehmen aus dem Büro von Lotte Altmann, Ja. können wir das ja nicht ganz normal einfach rausführen, weil dann hat, durchsucht der Typ uns ja Ja, genau, vielleicht und dann wir findet müssen er das das. schicken, ja. Ah, ich verstehe. Ist es das Gebüsch? Nee. Irgendwer ist in unsere Wohnung gekommen und hat einen Postausgang installiert. Ja, eigentlich schon. Hat doch der Pförtner gesagt, ne? Ich dachte. Ja, dachte ich auch. Jetzt müssen wir nur noch unseren eigenen Postausgang finden. Tja. Aber wir wollen, weiß nicht, ob wir das zurückschicken wollen. Also im Moment haben wir ja nur ein Interesse daran, dass wir. Oh, schon wieder? Müsstest dann mal mit unserer Nachbarin reden. Ja. Der Schubladenschrank, der Schubladenschrank im Büro wird vorgeschlagen. Oh, vor dem Haus, hat er gesagt, sagte mir Panzer. Im Ah. Gebüsch. Guten Tag, Herr Schwarz. Viel unterwegs? Okay, sie ist einfach nur ärgerlich. Okay. Schon wieder. Das war doch jetzt gerade erst. Aber wir haben die Zeit Ach ja, vorlaufen lassen. stimmt. Stimmt. Kuh? Ja, okay, unser Sohn weint. Aber wo ist er? Sollte eigentlich hier sein, oder? Okay, dann lass uns mal den Postausgang suchen. So, hier, das ist der Fahnenmast. Und das hier ist. Das ist einfach nur ein Gebüsch. Das ist ein Busch. Das ist. Wir sprechen nochmal mit dem Pförtner. Aber erstmal haben wir jetzt kein Interesse daran, irgendwas von hier ins Ministerium zu schicken. Wir wollen etwas aus dem Ministerium rausschicken, nämlich das Foto, das wir uns jetzt, oder was heißt jetzt gleich, ne? Also demnächst. Ach so, ja.
Ja. Genervt. Taschenkontrolle, Taschenkontrolle. Jo. Super. So, ich spreche nochmal mit ihm hier. Ja, ich möchte ins Ministerium. Genau. Was mache ich, wenn ich etwas von draußen ins Ministerium schicken will? Als Mitarbeiter der Abteilung 4 haben Sie das Recht auf einen persönlichen geheimen Postausgang in Ihrem Außenbüro. Falls Sie noch keinen haben, werde ich veranlassen, dass man dort umgehend einen Postausgang installiert. Was immer Sie dort hineinlegen, wird zeitnah ins Ministerium zu Ihren Händen versendet. Hier im Ministerium können Sie anschließend die Sendung aus dem allgemeinen Posteingang in Empfang nehmen. Klingt kompliziert. Im Gegenteil, Herr Schwarz, es ist ganz einfach. Ja, ich glaube... Danke, Herr Krause. Ich glaube, das muss erst jetzt noch installiert werden. Schätze ich, ne? So, ich mache mal kurz Pause. Ich muss mal hier André Strickt sich und Wassermarsch abhaken. Wirtbiet schreibt, der Schrank, der hier beim Pförtner steht, steht auch bei uns im Büro jetzt. Der hier? Schrank, leer. Ja, okay. Ja, okay, stimmt. Wir haben jetzt einen Schrank. Der ist neu bei uns im Büro. Das stimmt. Also bei uns im Büro zu Hause. Ich kann das mal gerade zeigen. Wenn wir... Wir haben ja alles mit Kameras ausgestattet. Ah nee, unser eigenes Büro nicht. Aber da unten ist ein Schrank und ja. Ach ja. Düdel, düdel, düdel. Steffen, alte Säge. So, hier wollt ihr nochmal reingucken. Ein Versteck. Da ist nichts drin. Okay. Alte Koksnase. Achso, ja, und da schwebt immer noch das Ausrufungszeichen. Natürlich. Ja, achso. Ich habe wieder den... Moment mal, habe ich den Dietrich jetzt mitgeschleppt? Nee, habe ich nicht. Ja, falsche Richtung. Ich muss in mein Büro, um den Dietrich einzusammeln. Und ja, der Wachmann geht ja eh erst um 9 oder 9:30 oder so runter. Also. So. Dann nehme ich mal einen elektronischen Dietrich mit. Upsi. Tja, etwas geht vor. Düdelü, düdelü, ich kann hier durch, ich darf hier durch, düdelü. Der Rapunzel. Noch vier Entschuldigungen. Fragt gerade. Ja. Der Rapunzel fragt gerade, ob wir noch eine Kamera mitnehmen wollen. Und da habe ich vorhin auch schon drüber nachgedacht, als wir beim Pförtner waren, uns noch diese High-End-Stufe 4-Kameras zuzulegen. Ich bin mir. Also wir hätten das Geld, glaube ich. Wir könnten, wenn wir sowieso in die Räume reingehen, ich bin mir nur nicht sicher, ob wir es wirklich brauchen. Ich hatte jetzt vor, nur bei Lotte Altmann reinzugehen, aber der Dietrich hält ja ewig. Warum nicht? Also und das mit dem, mit diesem Tütchen beim Kollegen Huberts finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Da fände ich die Kamera wiederum ganz gut. Ja, also nehmen wir, ja, zwei Stufe 4 Kameras. Und schon haben wir nicht mehr so viel Geld. Ja. Ja, ich gieße hier nur die Blumen, ne? Wie war das? Der pflanzenbasierte Versandservice. Ja. Namen, ihr Nasen. Feierabend. Ja. Tschüss, ich muss nochmal hier kurz, ich bin der Fußbodendielen-Inspektor. Ich bin jetzt hier. Fuck Affe, das ist ein ziemlich schöner Satz, vielen Dank dafür. Ich habe den Zeitpunkt verpasst, als alles Kruppel von euch abgefallen sind. Ja.
Ich habe witzigerweise auch gerade drüber nachgedacht, mit welcher Selbstverständlichkeit wir das machen. Und dann habe ich das aber so innerlich abgewunken mit so einem, ah verdammt, es sind Steffen Huberts und Lotte Altmann, was die mit uns getrieben haben, dieses komplette Spiel über, ich will jetzt wissen, was mit dem großen Anführer los ist. Das war, ist sozusagen mein Ersatz für die Skrupel. Das größere Ziel. Skrupel hatte ich, habe ich tatsächlich bei den ganzen Privatpersonen. Und mhm. auch im, im Spiel hat sich das bei mir nicht so richtig entspannt. Oder auch selbst bei dem Kollegen auf Stufe 4, der uns den Laufmann untergejubelt ja. hat, weswegen wir dann diese Strafe hatten, der dann aber schlussendlich verhaftet worden ist, auch wegen Dingen, die er tatsächlich getan hat. Oder? Ja, ja wegen, genau. wegen Brause, also wegen Soda, was, wegen Limonade wurde er dann am Ende verhaftet. Genau, am Ende. Aber vorher war er irgendwie immun und wir mussten nachweisen, dass er einfach wirklich schlechte Arbeit geleistet hat. Und ja. erst als wir nachweisen konnten, hey, der Typ ist wirklich nicht gut, war die Immunität weg. Und dann schlug die Brause sozusagen als Argument. Und dann kam wieder dieses ganz diese grauenhafte Musik, wenn jemand verhaftet wird, die mir irgendwie immer so ein bisschen durch Mark und Bein geht. Ja. Aber jetzt ehrlich, bei in dieser Situation, in der wir jetzt sind, da... will ich jetzt einfach, ich will jetzt dieses Ende haben. Ich will wissen, was da los ist. Ich will wissen, ob der große Anführer noch lebt. Ich will Jawohl. Gerne unsere Tochter befreien. Und ja, ja. daher, an dieser Stelle habe ich tatsächlich keine Skrupel mehr. So. Aber ich finde es gut, dass du mich gerade dazu bringst, darüber nochmal nachzudenken. Foto des leblosen Anführers. Und wir installieren eine Kamera Nummer 4. Düdelü. Und... Hi. Upsi. Und wir installieren hier auch eine Kamera Nummer 4 und gucken uns nochmal das Tütchen an. Ja. Ein kleines, leeres Plastiktütchen mit Pulverrückständen handelt sich bestimmt um Vitamine. Amphetamine. Kann ich das nicht auch mitnehmen? Ausländischer Zeitungsartikel. Diktator der Großen Union verschwunden. Gerüchte über Ableben schmückt. Über Ableben. Nehmen wir das auch mit? Ich würde Jemand das hat... nicht mit... Ich will nicht so viel, so viel mitnehmen, weißt du nicht, dass es dann wieder heißt, ihr seid verhaftet. Sagen wir es mal so, wenn in dem Tütchen Kokain drin ist und dieser Mann Drogen konsumiert, dann würde er das irgendwann im Büro auch tun und vielleicht haben wir Glück, dass wir die Kamera... Ja, aber ich würde die Zeit... Sollen wir die Zeitung nicht doch mitnehmen? Ja. Weil das sind Hinweise aus beiden ja. irgendwie. Also. Ja. Zeitung mitnehmen und nach Hause schicken. Guter Punkt. Genau. So. Herr Krause, ich hätte da eine Sendung. Für Sie. Guten Tag, Herr Schwarz. Ich möchte etwas nach draußen schicken. Ach so, ich muss ihm nicht mit ihm reden, ich muss es in den Schrank legen. Wie war das nochmal, wenn ich etwas aus dem Ministerium verschicken möchte? Direkt hier in den Postausgang damit. Ich erledige den Rest. In Ihrem Außenbüro nehmen Sie das in der Zimmerpflanze. Ich meine, Ihrem geheimen Posteingang. Alles klar. Dann machen wir mal. Wir verpacken das auch nicht, sondern wir legen das da einfach rein. Tja. Zack. Okay. Zack. Haben wir gespeichert. Möchte gerne noch. Und Nikik stellt gerade auch nochmal eine ziemlich kluge Frage. Aber müsste jetzt nicht unsere Mission geupgedatet werden? Ja. Tja. Ja. Ich würde sagen, schon. Ja. Müsste sie. Finde ich auch. Oha, es hat schon wieder gekracht. Ja. So, einmal Pause. Was sagt denn die Mission?
Durchsuche hochrangige Büros. Hallo? Steffen Hubert scheint diesen Komplott auch ganz tief drin zu stecken. In seinem Büro habe ich einen Zeitungsartikel aus dem Ausland gefunden. Hier ist die Rede davon, dass vor einigen Jahren der große Anführer stand. Auch hier ist Ernst Müller wieder auf dem Foto. Irgendwas stimmt hier ganz... Oh! Und dann sollten wir mit Ernst Müller reden. Nee, wir sollten nicht mit Ernst Müller reden. Wir sollten sowas von dringend in das hochrangige Büro von Ernst Müller erfahren. Ah! Weil durchsuche hochrangige Büros. Jetzt aber zügig ein Dankeschön und einmal speichern. So, nee, ich kann jetzt, ja, also es ist 5.25 Uhr. Gott sei Dank ist dieser, haben wir diesen Turbo, Turbo Dietrich. Hier ist nix, da ist... Wir haben hier auch eine Kamera. Hier ist nix. Löchriges Foto von Steffen Huberts. Wir haben das alles schon. Ja. Haben wir alles schon durchsucht. Oh. Wen sollen wir noch durchsuchen? Ja, nur noch 12 Stunden übrig. Das weiß ich. Hm. Dann lass uns doch 5 Minuten Pause machen und währenddessen drüber nachdenken. Ja. Ja. Und um die Frage von R. McCooney zu beantworten, was hat es mit der Zahlenkombination auf sich? Die Zahlenkombination brauchten wir damals, um in Müllers Account reinzukommen. Ja, war die Zahl für den Server, um was über Wolf Henkers Frau in Erfahrung zu bringen. Weirdbeat, was meinst du mit dem Projektor? Das Studio? Der Projektor? Ich glaube, wir haben uns das beides angeguckt schon. Also im Projektor vorhin erst. Ja. Und im Studio warst du ja da an der Stelle logischerweise auch. Auf Ebene 4? Du meinst auf Ebene 5? Da oben. Welches Fernsehstudio? Ja, bei Müller war auch ein Mülleimer. In den Mülleimer habe ich jetzt nicht reingeguckt, das stimmt. Ich würde sagen, wir lassen das kurz sacken. Genau. Genau, wir machen eine 5-Minuten-Pause. Ja. Finde ich sehr gut. 5-Minuten-Pause und dann geht's hier weiter mit Frankie Boy. Und Hallöchen, da sind wir auch schon wieder. Ich habe in der kurzen Pause jetzt nicht wirklich eine gute Idee gehabt. Aber Simpel fragt ja nach einer Zusammenfassung. Also, wir sind ja aufgestiegen. Wir haben bei Da stimmt was nicht Lotte Altmanns und Steffen Huberts Büros durchsucht, haben dabei eine Zeitung gefunden bei Steffen Huberts, die sagt, dass der Anführer der größten Union verschwunden ist. Also aus dem Ausland eine Zeitung. Und bei Lotte Altmann haben wir ein Foto gefunden, das den großen Anführer mit Schläuchen im Mund und irgendwie also leblos irgendwo in einem Klinikbett zeigt. Diese beiden Sachen haben wir mitgenommen und zu uns nach Hause geschickt. Weiß nicht, wie sinnvoll das war. Und jetzt steht da immer noch, durchsuche hochrangige Büros. Und wenn wir uns das genauer angucken. Da stimmt was nicht. Habe ich eben schon mal, ne? Steffen Hubert scheint in diesem Komplott auch ganz tief drin zu stecken. In seinem Büro habe ich einen Zeitungsartikel aus dem Ausland gefunden. Hier ist die Rede davon, dass wir vor einigen Jahren der große Anführer verschwand. Auch hier ist Ernst Müller wieder auf dem Foto. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Okay, wir werden jetzt mit Ernst Müller sprechen auf jeden Fall, oder? Ja. Und ich glaube, wir müssen, also da kommt er auch. Wir warten jetzt, bis er in seinem Büro ist und dann sprechen wir mal mit ihm.